Herzlich willkommen zu Hanuman at Home. Mein Name ist Anne und ich bin hier mit Kim. Wir machen heute eine Basic-Stunde. Das heisst, wir werden einen kleinen Flow zusammenstellen, der für Anfänger geeignet ist, aber auch für Leute, die vielleicht etwas mehr über die Pose wissen wollen, ein bisschen mehr zum Hintergrund wissen und ein bisschen sich mehr Zeit nehmen, zum Posen auszuführen. Wir fangen an, wie immer, im Sitzen. Ihr seht das Material, das wir brauchen. Wir haben einen Gurt, eine Decke, eine Matte und zwei Blöcke. Und Kim sitzt schon auf einem Block. Wenn ihr keine Blöcke habt, dann nehmt ein Buch, nehmt vielleicht auch ein Küssi, vielleicht sogar ein bisschen weicher. Wichtig ist, dass wir die Hüfte erhöhen und aufrecht sitzen. Wir starten unsere Praxis oft im Sitzen und wir brauchen dann einen Moment, eine Position, wo wir uns wohlfühlen. Das Kind hat jetzt einen Schneidersitz, aber falls der Schneidersitz für euch wirklich unangenehm ist, könnt ihr auch einen Fersensitz gehen. Schaut, ob das für euch eine Option ist und einfach wichtig, dass wir einen Moment sitzen können. Schaut, ob ihr den Schneidersitz wählen wollt. Und hier vielleicht noch als Option, wenn die Knie mega hoch oben sind und ihr das Gefühl habt, es tut weh in der Hüfte, könnt ihr eure Knie unterstützen, genau, entweder mit einem Block oder mit einem Küssel links, rechts, je nachdem, wo es zwickt, einfach so, dass ihr ein bisschen entspannter könnt sitzen. Wichtig ist, dass wir aufrecht können sitzen und der Start zum aufrecht sitzen ist eigentlich eine gute Verankerung auf den Sitzbeinhöcker. Schaut mal, dass ihr eure Sitzbeinhöcker wirklich gut verankern könnt und dann von dort richtet eure Wirbelsäule Wirbel für Wirbel auf. Vielleicht wenn ihr die Schulter einmal offen und hinten runterfliessen lassen. Die Hände können ihr auf den Oberschenkel ablegen, vielleicht auch im Schoß ablegen, einfach so, dass ihr die Schultern entspannen und dann schliessen für einen Moment eure Augen. Wir nehmen uns immer den ersten Moment, um auf unserer Matte anzukommen. Und der Übergang vom Alltag auf unsere Yoga-Matte ganz bewusst zu gestalten. Das ist ein Moment zum Schauen, wie es euch geht. Einerseits körperlich, aber auch mental. Und wir machen den Check-in am Anfang der Praxis, um am Schluss nochmal zu vergleichen und sehen, ob unsere Praxis ein Effekt auf uns gehabt. Wenn man anfängt mit Yoga, ist dieser Moment recht schwer. Aber dort sitzen und nichts machen, ist recht herausfordernd. Schaut mal, wie euch das jetzt gerade klingt. Im Yoga spielt Atmung eine sehr große Rolle. Wir wollen während unserer Yoga-Praxis eine vertiefte, bewusste Atmung haben. Das heisst, wir wollen anders schnaufen, wie wir es im Alltag machen. Weil im Alltag ist der Atem oft unbewusst und oft auch nicht wirklich tief. Und während der Yoga-Praxis wollen wir wirklich viel Aufmerksamkeit auf die Atmung legen. Das heißt, bringt mal eure Aufmerksamkeit zu eurem natürlichen Atem, so wie ihr ihn jetzt gerade fließen habt. Und versucht einfach mal zu schauen, wie ihr atmet. Und versucht auch nur zu beobachten, wortnah, ohne zu werten. Und dann fängt langsam an, eure Atmung zu vertiefen. Im Yoga werden wir 2 bis 4 Sekunden einschnaufen durch die Nase und 2 bis 4 Sekunden ausschnaufen durch die Nase. Falls ihr irgendwie die Nase verstopft habt oder das Ein- und Ausschnaufen durch die Nase gerade schwer ist, könnt ihr auch das Maul ganz leicht öffnen und einfach so ein- und ausschnaufen. Macht eure Ein- und Ausatmungen gleich lang. Und einfach mal da und schnaufe den Moment.
Beim Yoga wollen wir Atmung und Bewegung verbinden. Das heisst, oft werden Posen auf eine Ein- und Ausatmung ausgeführt. Und darum werden die Yoga-Lehrer das auch so anleiten. Das ist am Anfang sehr viel Information und sehr viel zum Verarbeiten. Nicht der Anspruch, dass ihr das gerade am Anfang könnt, aber ich werde euch immer wieder auch auf die Atmung hinweisen und vielleicht könnt ihr mit der Zeit dann wirklich schauen, dass ihr Bewegung und Atmung koordinieren. Das heisst, idealerweise würden wir über die ganze Yoga-Praxis die Atmung vertieft und bewusst können beibringen. Nehmt nochmal ein paar ganz tiefe Ein- und Ausatmungen. Nehmt mit der nächsten Ausatmung. Wir können da ganz langsam die Augen aufblinzeln und in die Kamera schauen. Wenn ihr jetzt Kribbeln in den Beinen habt und schnell das Bedürfnis habt, euch auszuschütteln und vielleicht das Bein nochmal schnell zu bewegen, macht das. Wir würden gerade dann das Warm-up starten und am Anfang kann so einen Schneidersitz oder einen Fersensitz ein bisschen zu kribbeln führen, darum gerne schnell ausschütteln, sodass ihr euch wieder konzentrieren könnt. Sehr schön. Der nächste Einatmung. Wir nehmen beide Arme über die Seite auf, mit einem grossen Kreis. Und dann ausschnaufen, rechte Hand am Boden, linke Arm am Ohr entlang, Sidebend, nachher. Liebe hier in diesem Sidebend, schaut, dass der linke Sitzbeinhöcker immer noch verankert ist. Der linke Arm zieht über und die Brust ist nach oben ausgerichtet. Geht nur so tief, dass du wirklich auch noch schnaufen könnt. Der nächste Einatmen kommen wir zurück in die Mitte, nehmen beide Arme auf und ausschnaufen, Sidebend nach links, die linke Hand auf den Boden, der rechte Arm am Ohr entlang. Auch hier schauen, dass der rechte Sitzbeinhöcker immer noch gut verankert ist. Lange rechte Seite, schöne Seitendehnung. Einschnaufen, kommen wir zurück in die Mitte, beide Arme auf. Und ausschnaufen, Twist nach rechts. Stellt die rechte Hand hinter euch ab. Die linke kommt auf den rechten Oberschenkel. Einschnaufen, findet nochmal Länge in der Wirbelsäule, hebt die Brust an. Und ausschnaufen, vielleicht twistet ihr noch ein bisschen mehr. Gebt nochmal für ein und Ausatmung. Der nächste Einatmung, löst das, beide Arme offen, zurück in die Mitte. Und ausschnaufen, Twist nach links. Die linke Hand hinter euch am Boden, die rechte auf den rechten Oberschenkel. Einschnaufen, findet Länge in der Wirbelsäule. Ausschnaufen, vielleicht twistet ihr noch ein bisschen mehr, ohne euch zu fest reinziehen. Bleibt auch hier nochmal für ein und Ausatmung. Nächste Einatmung, kommen wir zurück in die Mitte, beide Arme offen. Beschränkt eure Finger und drüllt die Handfläche auf zur Decke. Schaut, dass der Unterbauch ein bisschen drin haltet. Und in der nächsten Ausatmung rundet im oberen Rücken. Dann die Hand schön weg von euch stoßen. Schafft Platz zwischen den Schulterblättern. Einschnaufen, Hand auf zur Decke. Die Brust hebt sich leicht an. Und ausschnaufen, gerade noch einmal runden. Einschnaufen, kommt nochmal auf. Ausschnaufen, Finger lösen, Hand absenken. Rollt über eure Knie und kommt auf alle Vieren. Wenn ihr sensible Knie habt, nehmt ein Deckel oder ein Küssel unter die Knie und dann richtet euch auf, wie das Kim gerade schön vorzeigt. Die Hüfte ist über den Knie, die Schulter über den Handgelenk. Die Hände sind gut aufgespreizt und alle 10 Finger sind gleichmäßig in die Matte stoßen. Sehen den Hintern abgelegt. Und dann mit der nächsten Ausatmung kommen wir in einen Katzenbuckel. Das heisst, ihr pusht gut in eure Hand, rundet im oberen Rücken. Die nächste Einatmung lasst ihr den Bauch absenken, die Brust hebt sich, vielleicht schaut ihr ein bisschen offen
koe. Oe snoeven nog maar terug in gat. En ie snoeven koe. Maak het als een paar maal in haar eigen ademritme. En zorg het werkelijk dat de atmik en beweging vindt af en verbinden. Na einmal ausschnaufen, Katz. Einschnaufen, Kuh. Ausschnaufen, Katz. Und mit dem nächsten Einschnaufen kommen wir in eine neutrale Wirbelsäulenposition. Laufen mit der Hand ein bisschen nach vorne und senken die Hüfte richtig Fersen ab in die Kindsposition. Kindsposition ist eine Position, die ihr immer einnehmen könnt. Es ist eine gute Pose, um eine Pause zu machen. Wir haben die Arme nach vorne ausgestreckt und die Stirn will richtig Boden. Es kann sein, dass die Stirn nicht am Boden kommt. Dann nehmt einfach etwas unter die Stirn, legt die Stirn auf einen Block, auf eine Krüsse ab. Vielleicht ist die Hüfte auch nicht ganz auf der Ferse, sondern ein bisschen in der Luft. Schaut einfach, dass der eine Entspannung können finden. Diese Position könnt ihr immer einnehmen, wenn ihr nicht mögt. Kindsposition wäre die. Die nächste Einatmung, den Stirn leicht anheben, bringt die Hüfte ein bisschen offen. Wir kommen in herabschauenden Hund. Herabschauender Hund, Downward Facing Dog, haben wir sicher auch schon gesehen in Yoga-Häftchen oder sonst wo. Das ist eine Pose, die wir oft machen. Darum wichtig, dass wir wissen, wie wir sie richtig ausführen. Stellen die Zehen hinten auf, wie Kim schon gemacht hat, und dann mit der nächsten Ausatmung schickt eure Hüfte hinten und offen. Das ist ganz wichtig. Ihr seht, es ist wie ein Dreieck. Das heisst, unsere Arme sind ganz, ganz stark. Wirbelsäule ist lang, ganz eine lange, gerade Linie. Und dann geht es hinten wieder runter mit den Beinen. Die Beine müssen nicht gestreckt sein. Gerade wenn ihr denkt, dort hinten zieht es noch ein bisschen zu fest, tun sie ruhig beugen. Oft hilft das auch, um die Hüfte noch mal ein bisschen hinten und aufzuschicken. Was ihr auch seht, was wichtig ist, die Fersen werden zwar richtig matten, müssen aber den Boden nicht berühren. Das ist der herabschauende Hund. Wahrscheinlich denken Sie jetzt, es ist sehr anstrengend, das ist auch so. Vor allem am Anfang, aber wird einfacher versprochen. Könnt eure Knie kurz abstellen und führe schauen in die Kamera. Gib und ich zeigen euch jetzt Vinyasa. Vinyasa ist eine Abfolge, die wir sehr oft machen, vor allem im Vinyasa Flow Yoga, die Art von Yoga, die wir hier im Hanuman unterrichten. Und gerade wenn man es so oft macht, ist es wichtig, dass man es von Anfang an richtig lernt und richtig ausführt, um einfach die Verletzungen vorzubeugen. Vinyasa startet im Downward Facing Dog. Genau, können jetzt Deckel wegnehmen, wenn ihr eins gehabt habt. Und vielleicht schaut ihr zuerst einmal zu und dann machen wir es zusammen. Genau, findet euren herabschauenden Hund. Starke Arme, Hüfte, will hinten und offen und schauen, dass ihr schnauft. Vinyasa gehen wir mit der nächsten Einatmung führen ins hohe Brett. Hohes Brett ist eine sehr anstrengende Pose. Bei der Kim seht ihr, es ist eine gerade Linie von der Ferse bis zum Scheitel. Es sind starke Arme, die Schultern sind über den Handgelenk. Die ist nicht zu hoch und auch nicht zu weit unten. Also eine gerade Linie. Das ist eine sehr anstrengende Pose. Eine Option am Anfang ist immer, dass man die Knie abstellt. Das ist auch eine Art von Brett und die ist genauso gut. Also macht euch keinen Stress. Wenn das andere zu anstrengend ist, sehr, sehr gerne einfach die Knie abstellen und von da aus dann weitergehen. Weiter gehen wir, indem wir langsam und kontrolliert uns absenken auf den Boden. Und ihr seht, Kim kann das wirklich ganz, ganz kontrolliert und langsam. Wichtig ist, sie hat die Zehen hinten abgelegt, sie hat die Hände neben der Brust aufgestellt und die Ellenbögen noch am Körper. Der nächste Einatmung kommen wir rauf in die Cobra. Cobra heisst, wir lüpfen unsere Brust, halten die Ellenbögen drin,
Schulteren weg von den Ohren. Ausschnaufen, wieder absenken. Und dann kommen wir zurück in Downward Facing Dog. Rollen über das Knie, stellen die Zehen wieder auf und bringen die Hüfte hinten und auf. Die Abfall vom herabschauenden Hund über das Brett in die Cobra und wieder zurück. Das ist eine Vinyasa. Falls ihr jetzt zugeschaut habt, könnt ihr gerne diesmal mitmachen. Wir kommen alle in herabschauenden Hund, Downward Facing Dog. Findet eure V-Form gut lang und stark. Finger sind gut verankert, Hüfte will nach hinten und offen. Und die Beine können genauso gut gebeugt sein. Fasen fließen richtig, macht die Mühe, aber die Matte nicht berühren. Der nächste Einatmung. Kommt führen ins Hochbrett. Und jetzt schaut wirklich, dass eure Schultern nicht vor der Handgelenk sind. Wenn das der Fall ist, müsst ihr vielleicht mit den Füßen ein bisschen hinterher laufen, sodass ihr eben die Schultern wieder über die Handgelenk bringt. Und denkt daran, hier müsst ihr die Knie nicht in der Luft haben, ihr könnt sie auch wieder absenken. Brett. Der nächste Ausatmung, die wir langsam und kontrolliert absenken. Haltet die Ellenbogen drinnen, legt die Zehen hinten ab. Ganz wichtig, für die Cobra haben wir die Zehen hinten abgelegt. Einschnaufen, kommt auf, hebt die Brust an, Ellenbogen sind drin, Schultern weg von den Ohren. Die Hüfte ist bei der Cobra am Boden. Die Kim ist jetzt relativ hoch. Bei euch sieht es vielleicht anders aus. Genau das Gleiche. Also schaut, dass es euch nicht in unseren Rücken sind. Tönt euch nicht zu fest reindrücken. Ausschnaufen, absenken und zurück über die Knie in Downward Facing Dog. So schön. Das ist die Vinyasa. Schaut führen zwischen eure Hand, tönt die Knie hinten ein bisschen beugen und tönt den kleinen, langsamen Schritt führen laufen an eure vorderen Matterrand, faltet die Fingerspitzen am Boden, die Knie können ruhig beugt sein, einschnaufen, lange Rücken, die Fingerspitzen bleiben am Boden, ausschnaufen, lösen und dann einschnaufen, stehen auf die Arme mit einem grossen Bogen über die Seite, ausschnaufen, Arme im Körper entlang, Bergposition. Sehr gut. Wir können auch vor, eine kleine Sequenz machen. Das heisst, wir flowen ein bisschen, wir fließen ein bisschen und kommen so in Bewegung. Einschnaufen Arme mit einem grossen Bogen über die Seite und ausschnaufen mit einem langen und geraden Rücken vorne abtauchen, Knie ruhig beugen. Einschnaufen, stellen den rechten Fuß einen grossen Schritt zurück. Ausschnaufen, Downward Facing Dog. Einschnaufen, führen ins Brett. Passen auf eure Schultern auf, stellen vielleicht Knie ab, absenken mit der Ausatmung. Also die Ellenbogen drin, sich nach hinten ablegen, einschnaufen, Cobra und ausschnaufen über die Knie zurück in Downward Facing Dog. Einschnaufen, bringen das rechte Bein offen, Down Dog Split. Ausschnaufen, stellen den rechten Fuß, führen zwischen die Hand. Wenn ihr stecken bleibt mit dem Fuß, helfen dem Fuß, greifen euren Fußgelenk und stellen euren Fuß zwischen die Hand. Sehr gut. Bringen das linke Knie runter, auf die Matte, stellen die Zehen hinten ab oder legen die Zehen hinten ab eher. Einschnaufen, kommen auf den Arm zur Decke. Hier haben wir eine Dehnung in der Oberschenkel. Ihr wählt, wie stark ihr die Dehnung wählen wollt. Wichtig ist, dass ihr den Oberkörper nicht aufrecht behalten, die Brust zieht offen, die Arme sind stark und lang, aber die Schultern sind entspannt. Sehr schön. Dann machen wir eine Einatmung hier. Dann ausatmen, beide Hände am Boden, hinter das Knie lösen, findet hier nochmal Länge und dann holt ein bisschen Anlauf und ausschnaufen, stellt den linken Fuß führen. Einschnaufen, stehen auf die Arme mit einem grossen Bogen über die Seite. Und ausschnaufen, Arm absenken, im Körper entlang, Bergposition. Einschnaufen, Arm mit einem grossen Bogen über die Mitte rauf. Und ausschnaufen, mit einem langen, geraden Rücken absenken. Fingerspitzen am Boden, Beine beugen, einschnaufen,
linke Fuß in einem grossen Ausfallschritt nach hinten. Findet hier einmal Länge und dann ausschnaufen, stellt den rechten Fuß zurück, herabschauender Hund. Einschnaufen, kommt führen ins Brett und ausschnaufen mit oder ohne Knie absenken, sich hinten ablegen, einschnaufen, Cobra, ausschnaufen, Downward Facing Dog. Einschnaufen, links bei, offen, Down Dog Split. Und ausschnaufen, linke Fuß führen stellen, wenn ihr stecken bleibt, auf das Fußgelenk greifen und den Fuß führen stellen. Sehr schön. Findet hier Länge, sind auf der Fingerspitze und dann ausschnaufen, stellen das rechte Knie ab, legen das Schürzchen ab und dann einschnaufen, kommen offen, die Arme offen zur Decke. Schaut, dass ihr den Unterbauch ein bisschen drin behaltet und ihr wählt, wie die vom Ende geht. Wichtig ist, dass ihr auch hier noch schnaufen könnt. Wenn ihr nicht mehr schnaufen könnt, kommt vielleicht ein bisschen raus. Einschnaufen, einmal hier und dann ausschnaufen, beide Hände, links und rechts, vom linken Fuß, das rechte Knie lösen, findet nochmal Länge, findet ein bisschen Schwung und ausschnaufen, stellt den rechten Fuß neben den linken, führen und macht die Fingerspitze am Boden und dann einschnaufen, stehen auf die Arme mit einem grossen Bogen über die Seite, ausschnaufen, Arme im Körper entlang, das zu einer Bergposition. Sehr schön. Wir machen eine erste Pause und für das würden wir unsere Straps, unsere Gürtel, unsere Gurt vom Bademantel, was auch immer ihr habt, eure Schal, nehmen und legen das so auf die Matte, dass die Matte zweiteilt und zwar längs. Wir machen das, dass wir besser sehen, was links und rechts auf unserer Matte sitzt. Dann führen an der kurzen Matte ran von eurer Matte. Wir fangen oft vorne an, haben wir jetzt auch schon gesehen. Schaut, dass ihr gut steht. Und dann stellt den linken Fuß in einem grossen Ausfallschritt nach hinten. Der rechte Fuß ist vorne und das rechte Knie ist beugt. Das ist der balancierende Krieger 1. Genau, wenn wir den Arm aufnehmen. Kurz zur Basis, schaut, dass der Fuß und das Knie in die gleiche Richtung zeigen, und zwar gerade nach vorne, und das Knie über dem Fußgelenk ist. Das hintere Bein ist aktiv, die Ferse ist vom Boden weg. Wenn ihr das Gefühl habt, ich bin total instabil und es schwabbelt und ich weiß gar nicht, wie ich richtig stehe, dann steht ihr wahrscheinlich zu sehr auf der Linie, auf der gleichen Linie. Das heißt, wenn das der Fall ist, krabbelt mit dem rechten Fuß nach rechts, mit dem linken Fuß nach links und checken, dass der rechte Fuß rechts steht und der linke links. Sehr gut. Arme oben sind zwar stark und lang, aber die Schultern sind entspannt. Und da passiert ganz viel schon in dieser Pose. Schaut, dass ihr noch einen schnaufen könnt, dass ihr eure Balance, euren Fokus findet. Und da haben wir die balancierende Krieger 1. Nehmt nochmal eine Einatmung. Und dann ausschnaufen, hopset nach vorne, am vorderen Mattenrand. Vielleicht wollt ihr einmal zwei oder alles gut ausschütteln. Mache schnell die andere Seite. Das heisst, der linke Fuß bleibt vorne, der rechte Fuß in einem grossen Ausfallschritt nach hinten, die Ferse balanciert in der Luft, einschnaufen, Arm offen. Schaut euer linkes Knie an, zeigt nach vorne und idealerweise sollte es nicht vor dem Fuß sein. Das heisst, wenn ihr so führen kippt, nehmt ihr ein bisschen zurück, über dem Fußgelenk oder leicht hinter dran ist okay. Hintere Bein ist super aktiv. Das hilft euch auch mit der Balance. Und auch hier, schaut nochmal ab, ist der linke Fuß auf der linken Seite und ist der rechte Fuß auf der rechten Seite? Falls nicht, könnt ihr beide ein bisschen überkrabbeln, sodass ihr einen besseren Stand habt. Schnauft weiter. Ausschnaufen, rechte Fuß nach vorne hopsen, schließen, einmal ausschütteln. Sehr schön. Gut, machen eine kleine Sequenz mit dem. Einschnaufen, nehmen wir den mit einem grossen Bogen über die Seite und ausschnaufen mit einem geraden langen Rücken vorne abtauchen. Einschnaufen, den rechten Fuß mit einem grossen Schritt zurück, ausschnaufen,
downward facing dog, bringen den linken Fuß hinten. Einschnaufen, rechten Fuß auf, down dog split. Und ausschnaufen, stellen den rechten Fuß führen, wenn er stecken bleibt, nachhelfen. Findet hier Fingerspitze, lange Wirbelsäule. Und dann mit der nächsten Einatmung kommen auf in den balancierenden Krieger 1. Genau, wenn ihr jetzt merkt, ihr habt vieles falsch, ihr seid schwabbelig und nicht stabil, ihr wisst es, krabbelt nach rechts und rechts, nach links und links, schaut, dass ihr wirklich rechts und links von den Dingen steht. Dann haben wir nochmal eine Einatmung und dann ausschnaufen, beide Hände zurück am Boden, stellt den rechten Fuß zurück, downward facing dog. Ich mache gerade die linke Seite, einschnaufen, links Bein auf, down dog split. Und ausschnaufen, linke Fuß führen stellen, zwischen die Hände, wenn er stecken bleibt, helfen einfach nur. Der nächste Einatmung, kommt auf in den balancierenden Krieger 1. Wissen, wenn die Balance nicht gut ist, müsst ihr nachhelfen. Einmal einschnaufen hier. Und dann ausschnaufen, beide Hände zurück am Boden und zur linken Fuß. Downward facing dog. Einschnaufen, kommen die Führung ins Bett. Ausschnaufen, langsam und kontrolliert den Boden absenken. Einschnaufen, kommen offen in Cobra. Und ausschnaufen, downward facing dog. Können die Knie am Boden abstellen. Und auf die Ferse sitzen. Wenn das unangenehm ist, können wir auch einfach oben bleiben. Jetzt haben wir einen kleinen Flow gehabt. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zum ruhigeren Teil von der Praxis. Das heißt, wir können die Beine nach vorne schwingen, sodass wir flach auf die Matte ablegen können. Genau, nehmen den Boot, den Schal weg von der Matte und legen euch flach auf. Wir können die Beine aufgestellt lassen. Nehmen den Arm am Körper entlang. Vielleicht mit den Füßen ein bisschen näher zum Fuß laufen. Wir kommen jetzt in den Ruck. Das heisst, mit der nächsten Einatmung tun wir gut in die Füße stoßen und bringen die Hüfte auf zur Decke. Vielleicht wollen wir die Hand hinter dem Rücken verschränken und so vielleicht nochmal ein bisschen mit den Schultern näher laufen. Wichtig ist, dass wir aktive Rückseite haben und die Hüfte will nach oben. Knie sollte nicht gross nach innen oder außen fallen. Und ganz, ganz wichtig, ihr könnt noch schnaufen. Nehmen wir mal eine tiefe Einatmung und dann ausschnaufen, die Finger lösen und Wirbel für Wirbel ganz langsam die Hüfte wieder auf den Boden bringen. Nehmen die Füße mattenbreit, lasst die Knie gegeneinander reinfallen und bleiben den Moment so liegen. Wenn ihr jetzt weh habt im unteren Rücken oder ein Ziehen spürt, sind ihr vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Wir wollen im Yoga nie Schmerzen haben. Vielleicht ist es mal anstrengend, vielleicht ist es mal herausfordernd, aber es soll nicht weh tun. Schaut, dass ihr vielleicht nächstes Mal, wenn ihr jetzt weh habt, nicht ganz so tief hineingeht. Nehmt die Knie zu der Brust, macht ein Päckchen. Und dann genau, gebt euch eine kleine Rückenmassage, vielleicht von links nach rechts oder vielleicht kleine Kreisbewegungen. Dann geht Arm auf Schulterhöhe ausbreiten und legt mit der nächsten Ausatmung die Knie nach rechts ab. Mit dem Blick könnt ihr entweder zur Decke oder zur linken Hand. Es kann sein, dass eure Knie jetzt in der Luft sind. Das macht gar nichts. Auch das Schulterblatt hebt sich sehr wahrscheinlich von der Matte. Schaut einfach, dass ihr einen kleinen Twist kriegt und euch ein bisschen entspannen. Wir haben immer noch eine vertiefte, bewusste Atmung. Jetzt schaut immer noch, dass ihr einigermaßen tief schnaufen könnt. Nächste Einschnaufen, nehmen die Knie zurück in die Mitte. Und dann ausschnaufen, legen sie nach links ab, mit dem Blick kommen sie zur Decke oder vielleicht sogar zur rechten Hand, wenn eure Nacken das erlaubt.
Wie is nu vertrokken? Niet die met de knie. Geef het nogmaals eerlijk. Unterschenkel, Schienbein. En doen het langzaam voor opvollen. Dat we holen een beetje schwung over onze Wirbelsäule, bis we genoeg schwung hebben om op te zitten. Strekt eure Beine nach voren aus. En jetzt neemt euer Deckeli oder euer Küsseli. Sofa-Küsse oder sonst. Wenn ihr eine Decke habt, schaut, dass ihr sie doppelt faltet, genau wie es Kim gerade vorzeigt. Und dann sitzt auf den Rand vom Küsseli oder Deckeli. Und so, zwar so, dass ihr fast schon wieder drauf geht. Was wir wollen, ist, wir wollen die Decke kippen, sodass wir können führen lehnen. Sehr schön. Beide sind aktiv. Und wir haben einen langen Rücken. Dann nächste Einatmung bringt den Arm über die Seite offen. Und dann ausschnaufen, legen die Hand mal nach vorne ab. Dort, wo sie hinkommen. Sehr schön. Nächste Einatmung, nehmen nochmal eine Einatmung und dünnt Brust nach vorne, lange Wirbelsäule und dann ausschnaufen, dann sie absenken, richtig Bein. So ist jetzt ganz wichtig, dass es euch nicht in unseren Rücken zieht. Also wenn ihr weh habt, kommt ein bisschen raus. Oder beugt Bein beugen. Wichtig ist auch, es ist egal, wie weit vorne ihr kommt, wie weit runter ihr kommt. Wir wollen einfach eine Vorwärtsbeuge haben. Und die wird bei euch nicht so aussehen wie bei der Kim. Also keine Sorge. Wichtig ist, ihr könnt im Moment da sein, im Moment schnaufen und einfach in dieser Vorwärtsbeuge sein. Dann nächste Einatmung, den Brust ganz leicht heben und dann richtet euch ganz langsam wieder auf. Helft vielleicht euren Bein zurück. Sitzt aber eurem Deckel drauf. Und dann dünnt ganz leicht Schieber wischeln, die Finger hinter dem Rücken aufstellen und mit den Knie von links nach rechts hier und her Schieber wischeln. Könnt ihr das auspendeln lassen und euch flach auf eure Matte ablegen. Schaut, dass ihr das Bein breiter wie Hüftbreit habt, so richtig bequem. Sicher richtig nach außen gehen lassen, Arm am Körper entlang, der Nacken sind frei und entspannt sein. Wir machen uns bereit für die Endpose, Shavasana. Wir nehmen zusammen nochmal alle eine tiefe Einatmung, füllen unsere Lungen, halten ganz kurz den Atem an und dann ausschnaufen durchs Maul, lehnt alles los, sinkend in die Matte. Ihr müsst nichts mehr machen. Shavasana ist unsere Endentspannungspose, wo wir alles abgeben. Kontrollieren nicht mehr den Körper, nicht die Atmung. Wir sind einfach hier im Moment und genießen die Entspannung. Fängt langsam wieder an, ein bisschen den Atem zu vertiefen. Vielleicht wollen wir kleine Bewegungen zurück in den Körper bringen. Vielleicht sehen, Spitzen kreisen, die Fingerspitzen. Bewegungen langsam mal vergrößern werden, die Handgelenke kreisen, Fußgelenke kreisen, vielleicht wollen wir den Kopf eins auf die andere Seite rollen, ganz vorsichtig. Vielleicht wollt ihr euch auch ausstrecken, wie am Morgen, Arm über den Kopf nehmen. Seufzen, gerne, macht das, was euch gut tut. Und dann, wenn ihr bereit seid, nehmt die Knie zur Brust und legt euch ab für eure Lieblingsseite. Bleibt hier noch mal einen Moment liegen.
Dann finden wir nochmal zurück in eine sitzende Position. Holt nochmal euer Block, Buch, Küsse vom Anfang. Setzt euch drauf. Auch hier nochmal wählt, wenn ihr im Schneidersitz oder im Fersensitz sitzen. Dann sitzt bei Höcker nochmal gut verankern. Vielleicht ist euch gerade danach nochmal schnell die Schulter offen und abkreisen. Könnt die Handfläche auf den Oberschenkel ablegen und schließt nochmal die Augen für einen letzten Moment. Schaut, wie es euch jetzt geht, nach dieser Yoga-Praxis. Wir haben am Anfang der Stunde geschaut, wie es uns geht. Und haben uns auch jetzt am Ende der Praxis nochmal den Moment, um zu schauen, was die Praxis für einen Effekt hatte. Vielleicht spürt ihr einen Unterschied. Vielleicht auch nicht, und das ist auch okay. Schaut einfach, was passiert. Bringt dann nochmal die Aufmerksamkeit zu eurer Atmung. Vielleicht stellen Sie da einen Unterschied fest. Die nächste Einatmung, bringt eure Hand zusammen vor dem Herz. Handflächen legen aufeinander auf. Die nächste Einatmung, bringt die Handflächen offen zur Decke, über euren Kopf drüber. Die nächste Ausatmung, senkt Arm auf Schulterhöhe ab. Einschnuffen, bringt Ellenbögen nach hinten, machen nochmal das Herz auf. Und ausschnuffen, Handflächen zusammen vor dem Herz. Einschnaufen, lehnt ganz leicht zurück. Und dann ausschnaufen, lehnt nach vorne, verbeugt euch für euch selber und eure Yoga-Praxis. Namaste. Herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hanuman at home. Und bis bald. Tschüss.